Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen von der Lassisee in Dortmund. Wir sind die Firma JP Performance GmbH. An der Kamera der bekannte, weltberühmte Movo, a.k.a. I'm the Boss. Movo hat morgen erstmal einen Kuchen hingepfeffert. Ja, leider. Alter, der ist. Aber er ist nicht, Gott sei Dank, nicht typisches Toaster-Phänomen auf die falsche Seite gefallen. Er ist nur aufs Blech gefallen. Ja, weil er mit dem Blech runtergefallen ist. Ja, deswegen. Gott sei Dank. Also. Ja, sonst wäre der Kuchen auch im Arsch gewesen. Das wäre schade. Aber hast du echt gut hinbekommen. Ja, war irgendwie ungeschickt. Ja, ne? Ja. Okay, also heute sind wir mit dem Audi RS2 auf der Lassisee. Ich habe mir viele Gedanken gemacht über dieses Video, weil der Audi RS2 genau nicht gemacht ist für diesen Ort. Turboloch ist sehr groß. Wir haben mehrere Anbremsphasen, die stark sind. Die Bremse ist nicht allzu stark. Fahrwerk ist jetzt auf der Höhe, Reifentechnologie auch, aber das ist auf der Vorderachse das Rad zu gerade, zu wenig Sturz. Er mag die Kurvenfahrt, glaube ich, nicht so. Dann handgeschaltet und dann allgemein, wenn er dann losgeht, nicht so viel Motorleistung, weil damals und von der Emotion, von der Aufladung. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo das zählt, wo die ganzen Automotorsportritter, Autobildritter abgehen. Hier wird er jetzt nicht, glaube ich, so performen, wie man das denkt. Aber wie oft macht man das? Das kommt ja halt nicht vor, weil das Auto ist von der Emotion her für mich eins der geilsten Autos. Auf jeden Fall, ja. Ne, wenn du Gas einsetzt, so mega. Ja. So sexy und du sagst, ich brauche gar keine 500 PS. Das ist schon fast, ist ja gefühlt fast schon zu viel Leistung. Ja, eigentlich schon. Gefühlt. Ja. Und für wenn du einfach nur Spaß für dich im Alltag haben willst. Und ja, ich bin ultra gespannt. Ich glaube, das Auto wird die Minute nicht schaffen. Also unter einer Minute. Vielleicht so ganz knapp. Also so um die eine Minute denke ich, dass die Zeit kommen wird. Glaube ich schon. Ja? Ja, weil auf der Geraden macht er ja schon ein bisschen Dampf und wir haben ja zwei lange Geraden. Ja, aber... Mal abwarten. Man kann sich auch täuschen bei dem Auto, ne? Man muss... Bremse muss ja auch. Bremspunkt ist halt nicht so ideal bei dem Auto, ne? Also da muss ich erstmal mich schon rantasten, was da so ist. Das Auto hat jetzt von den Modifikationen her einen Satz BBS Le Mans Räder, einen KW V3 und das war's. Nee, und einen Endschalldämpfer. Mhm. Und das war's. Und die Metallcuts drin. Ja. So, das sind die Modifikationen, die das Auto jetzt so hat. Zustand ist wunderschön, Auto fährt auch wirklich toll, aber ich bin jetzt gerade echt ein bisschen hergerissen. Ich glaube, viele Leute werden sagen, boah, warum feiert ihr den Wagen so? RS2 ist gar nicht so geil. Kann echt passieren, weil ich kann mir jetzt schon vor... Ich werde natürlich, er hat ja keinen Launch Control, der Fahrer darf starten, wie er startet. Ich werde natürlich jetzt relativ hart starten. Aua. Und versuchen, da Zeit rauszuholen. Ja, Traktion hat er ja. Genau, da hat er seinen Moment. Genau. Ne, wenn du da jetzt nicht loslegst wie ein Arschloch, also ganz verkackt. Dann hast du ganz verkackt. Ja. So, wir steigen mal ein, ne? Okay. Und dann geht's los. Der moderne Reifen, also der Goodyear, der hier drauf ist, der hilft ihm natürlich schon enorm. Weil ich erinnere mich noch, wie wir mit den Originalen gefahren sind. Da hätte er das jetzt hier nicht gemacht. Hallo. Das ist aber der Punkt, den ich meine. Das Auto ist ganz normal TÜV abgenommen. Ja. Und auch mit Verschränken, allem drum und dran. Jetzt berührt er vorne den Kurflügel, weil einfach dieses Rennstreckenfahren so eine andere Belastung ist. Ja. Und auch so ein hartes Kurvenfahrbremsmanöver, das hast du sonst nicht. Und deswegen auch davon, ich weiß es ja, dass serienmäßige Golfs und alles auch... Ja, wenn man sie richtig rannimmt, dann... Dann kommen die da auch an ihre Grenzen. Ja. Turboloch ist doch nicht so krass, wie ich dachte. Muss einmal das ja, aber warte mal, wenn ich wieder draußen bin, kann es auch sein, dass es weg ist. Stimmt. Ne? Weil du nämlich den Kuchen nicht nur hingeschmissen hast, sondern auch gegessen hast. Ja, das ist nur die Schraube. Weil am Reifen ist nichts dran. Mhm. Ja, die Richtung nicht. Entweder bist du schwer. Ja. Jetzt zum Beispiel. Wir sind fast Höhe Kuppe, also Anfang Kuppe, Anfang Rampe und dann kommt erst der Ladedruck. Natürlich beschleunigt das Auto auch ohne Ladedruck, aber es hat kein Verhältnis von der Art der Beschleunigung. Dann Bremse warm fahren ist auf jeden Fall auch noch so eine Sache. Oh, oh. Letzter wird er nicht. Nein, natürlich nicht. Klar, es kann nicht jedes Auto das perfekte Lassisee-Auto sein. Nee, ist ja auch auf jeden Fall so. Also Fahrwerk im Vergleich zu Serie, wir hätten mal vorher Serie fahren sollen, aber das Wetter halt schlecht und dann kann ich nicht warten. Dann will man das Auto modifizieren. Aber ich sag mal, Fahrwerk und Reifen, diese Kombination macht einen gigantomanischen Unterschied von echten 15% der Performance, würde ich fast auch sagen. Und ja, die Motorleistung hilft dir hier gar nicht. Wir können mal gucken, was so eine gute Startdrehzahl ist, ohne den Wagen komplett zu zerstören. Also wenn wir jetzt bei 3000 einkuppeln,
passiert das. Das heißt, die Kupplung schließt, Auto will sich vorwärts bewegen, dann merkt die Kupplung, ey, boah, krass, alle vier Räder haben jetzt die Kraft versucht, in den Boden reinzumachen und sind nicht durchgerutscht. Das heißt, das Autogewicht kommt drauf, Räder drehen nicht durch, dann merkt die Kupplung, boah, ich schließe nicht krass genug. Doch ich habe krass geschlossen, aber meine Motorleistung, die reicht nicht aus. Und deswegen achtet mal drauf, was passiert. Die Motordrehzahl springt runter auf 2000. Ready? Sehen. Die Motordrehzahl springt runter, weil Motor hat in dem Moment nicht genug Kraft. Was muss ich also jetzt machen? Ich muss versuchen, so viel Motorleistung in den Antriebsstrang reinzumachen, dass er die Räder kurzzeitig zum Durchdrehen bringt. Er kann also dann, wenn die Räder nicht die Traktion in die Straße geben, kann der Motor sagen, jetzt habe ich gewonnen. Ich kann meine Drosselklappe offen stehen lassen. Ich kann loslegen. Ich kann auch vor allen Dingen das Verhältnis zwischen vortreibender Kraft und Motordrehzahl übersetzen in die Straße und beschleunige vorwärts. Das werden wir jetzt probieren. Und dann geht das Auto vorwärts. Was natürlich für so ein Auto jedes Mal super geil ist. Ja, es freut sich richtig darüber. Ja, er sagt, ja, geil. Nochmal. Nochmal, Schlag auf den ersten Gang, Schlag auf die Kupplung, Schlag in die Antriebswellen, Differenziale. Yay, geil. Nochmal, Jean-Pierre. Ja. Trotz alledem werden wir das jetzt machen und wollen mal gucken, welche Rundenzeit wir rauskriegen. Ich würde sagen, du schwingst dich raus und wir legen los. Yes. Auf geht's. Das ist doch besser als ich dachte. Schiebt aber schon über die Vorderachse drüber. So, jetzt fehlt der Ladedruck. Der kommt da. Okay, ein bisschen früher als ich dachte. Oh, leicht in den Drift gegangen sogar. Oh, jetzt hier spare ich mir den Schaltvorgang. Kein Ladedruck, kein Ladedruck, kein Ladedruck. Ladedruck kommt. Bremse deutlich besser als ich dachte. Was sagst du an? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt 1 Minute 1,5. 1 Minute 1,8. Bis jetzt. So, das war die erste Runde, Movo. Unfassbar, ich bin dieses Auto auf der Autobahn schon geprügelt wie doof. Und das ist so extrem, was das Auto dann an Kühlleistung hat aufgrund des Fahrtwinds. Und die Lassisee schafft es, dass die Öltemperatur Richtung 100 Grad geht. Das ist nicht normal, also das sind 90 Grad oder sowas. Das habe ich sonst nicht in dem Auto. Aber ich will unbedingt, dass Movo verliert.
komm! Ja, ja, ja. Komm, lass mich in Ruhe. Komm jetzt, komm, komm, komm. So. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm. Komm, 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 komm. Uai. Boah, das war verbremst. Eins, eins. Scheiße. Und? Eins, eins. Okay, aber gut. Du hast zwar knapp gewonnen, aber trotzdem gut. Ja. Aber das ist ein Kampf, du. Ja, glaube ich. Das ist ein Kampf. Er wehrt sich wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also man hört schleifen, aber es schleift nicht. Es muss innen irgendwo schleifen, am Plastik. Oh, ich muss mich reinsetzen, komm. Das mache ich nie wieder mit dem Auto, weil das Auto hat das nicht verdient. Ja, das stimmt schon. Da kam gerade auch Bremsmeldungen und alles Mögliche an irgendwelchen Warnungen. Vielleicht müssen wir eine schonende Variante für ältere Autos einführen, dass wir nur eine Runde fahren, zum rein gucken, wo er ungefähr landet. Nein, das macht keinen Sinn. Wenn, muss man wirklich einen Vergleich machen, weil ich glaube, manchmal sind Autos dabei, die sind alt und die zeigen es den neuen Autos immer noch. Ja. Und auch dann den Unterschied zwischen alten Auto, Serie, altes Auto, leicht modifiziert, was da dann so an Möglichkeiten ist. Also ich glaube, das ist schon ganz geil. Oh, Temperaturen sind echt hoch, habe ich noch nie gesehen. So. Wasser und Öl, ey, alles. Ja, trotz alledem, wie soll ich es beschreiben? Man kann das nicht vergleichen mit einem modernen Auto. Das kann man einfach nicht vergleichen. So ein unfassbarer Unterschied an Beherrschbarkeit, an allem Möglichen. Die Autos sind so gut geworden. Obwohl man sagen muss, dass ein RS6 sehr ähnlich wäre mit dem Luftfahrwerk. Nein, also ein ganz, ganz extremes durch die Gegend eiern mit dem Ding. Aber dazu kommt auch, ich will auch nicht, dass das Auto so... Ich könnte noch schneller fahren, aber dann müsste ich gegen die Synchronisierung in die 1. Dann ist es ein unfassbares Quälen und Belasten von diesem Auto, was er nicht verdient hat. Ja, ist meine Meinung. Das wäre so... Hat er auch nicht. Hat er nicht. Nur damit er dann 0,8 schneller ist. Ja. Ein bisschen tat es mir auch gerade echt leid. Bei den Porsche-Autos, die älter sind, merkst du das nicht. Die haben es eigentlich auch nicht verdient, aber die machen es halt irgendwie besser. Die machen es einfach. Ja. Du merkst das so extrem. Der macht das einfach, ja. Der 964 und 993. Das damals für gebaut, wie heute für gebaut. Ja. Es macht einfach keinen Unterschied. Ja, so Temperaturen sind echt sehr schnell wieder runtergekommen. Trotzdem lassen wir es noch ein bisschen laufen. Ja, aber das war jetzt echt. Oh. Da piepte es innen drin. Dann kam da oben ein großes Ausrufezeichen, was das war. Für Bremsmeldung und sowas. Aber wirklich harte Kost. Ganz, ganz harte Kost. Ich mach mal den Haube auf. Ja, den können wir auch machen. Tut mir echt leid. Tschüss. Audi RS2, 1 Minute 1 glatt. Das heißt, er befindet sich dann, da wo das Loch schon ist, krass. Aber scheint so, dass der 15er 2.2er Motor sich da gerne befindet, ne? Weil die beiden Autos ja wirklich sehr, sehr ähnlich beieinander sind. Der hat zwar deutlich mehr Leistung als der originale RS2, aber auch deutlich mehr Turboloch als der originale RS2. Und somit findet sich das hier in einer Gegend wieder. Fahrwerkstechnisch sind die ähnlich. Ja, ist schon ganz interessant, dass das schon die beiden sind, die nebeneinander sind. Knapp, oder in der Gegend von 964 3,8 und R34 GTR, okay, der hatte deutlich viel zu viel Turboloch. Mhm. Das war der Grund. So, Audi RS2, 1 Minute 1. Bist du zufrieden eigentlich mit dem Ergebnis? Oder du wolltest doch eigentlich knapp unter die 1 kommen. Glaubst du, da wäre ja noch was gegangen, wenn du ein bisschen probiert hättest? Bestimmt, aber da finde ich, ist es auch immer, es soll ja dienen, dass die Leute ein bisschen verstehen, wo die Autos sich so bewegen und was sie können, weil... Ganz ehrlich, ich will die Autos nicht kaputt machen. Klar. Das ist schon ein echt sehr wertvolles, sehr gepflegtes, sehr schönes Auto. Und dass wir da so hart mitfahren, ist schon... Die 1 Minute 1 sind schon... Genau, da ist viel Reißen und Gänge und Bremsen und dann runter. Dann ist ja nicht synchronisiert in der 1. Und ich muss ja, wenn ich aus dem Breakdancer rübergehe, muss ich im Idealfall immer in den ersten Gang. Ja.
Das ist für die Synchronisierung und die Synchronringe in dem Getriebe echt scheiße. Da müsste man eigentlich Hacke Spitze, dann könnte man da mit einem Gasfuß, während ich auf der Bremse stehe, einmal so einen Gasbefehl geben. Doch so ein Motor braucht nicht so einen kurzen Gasbefehl, sondern ich muss richtig reintreten. Dafür muss aber auch die Bremsdosierung dann passen, weil es eine sehr, sehr enge Kurve. Und da sage ich ganz ehrlich, das mache ich dann in dem Moment nicht. Und dann verzichte ich da auf Zeit. Ich sage mal, die maximale Zeit, die gegangen wäre, ja, das wäre dann... Knapp unter eins vielleicht, oder? Ja, knapp unter eine Sekunde, eine Minute. Okay, ja gut, gehen wir uns so zufrieden, wie es ist. Ja, ich bin happy, so wie es ist. So, tschüss. Lass mich in Ruhe. Komm jetzt, komm.